Hallöchen, willkommen zurück bei Arx Steampunk. Hier geht's weiter mit Anoxa. Moin. Moin. Hi. Unten um Haufen Müll. Ja, ich habe Mitte Matze ein bisschen ausmüllen müssen. Unsere Basis muss schöner werden. Ja, genau. So, wir haben zwei Hochschwangere, mal gucken. Fleisch haben wir fürs erste auch mal. Bin gespannt, was rauskommt, ob wir da die Mutationen rauskriegen, wie erhofft, oder ob wir da nochmal ran müssen. Naja, mit einem Mal wird es nicht erledigt sein, Koja. Nee, also... Sicherheit nicht. Also ich meine im Sinne von... Dass jetzt gleich das kommt, was wir wünschen, ja. Dass die wenigstens da bleibt, die Mutation. Ansonsten ist es ja gleich für die Füße, ne? Nein, wir haben eine Ersatzkatze, das ist auch schon mal gut. Für eventuelle Zwischenfälle. Mhm. Ich versuche ja weiterhin die Tore zu platzieren, dann können wir nämlich fast sagen, hier, ist nämlich jetzt so das, was mir so eingefallen ist. Wir brauchen überhaupt keinen Zaun bauen. Wir machen hier einfach nur die Tore. Mhm. Dann? Ja, das ist einfach nur Tore. Unsere Basis soll schön werden. Unsere Basis wird dadurch sehr schön. Man kann das Ganze nämlich auch mit Grün noch verschönern hier drin. Ich lass mich überraschen, Koja. Ich finde das schöner, wenn das so ein bisschen so natürlich wirkt, deren Gehege, und nicht so eingezäunt ist wie so ein. Ja, ist Ball. Okay. Hm? Aber dann können wir es nicht laufen lassen, gell? Doch, können wir. Wieso? Weil sie sich wahrscheinlich irgendwo rausbacken. Meinst du durch den Berg? Also, es sind ja nur. Ja, die das. Also ja, hier vorne muss ich ein bisschen Zaun machen, vermute ich. Aber ansonsten sind's. Ja, wenn du schaust, dass richtig gut abgeschlossen ist, wird schon gehen, denke ich. So. Mal gucken halt, ne? Ja. Auf jeden Fall wäre es schön, wenn die Dinos hier alle endlich mal ein Zuhause hätten. Ja, die stehen ja, da so. Fürchterlich hier. Stehen da so planlos rum, so desorientiert auch. Soll ich euch sagen, bevor Kia wirft? Ja, dabei sein wollen wir. Denke ich mal, wir wollen ja mit Däumchen drücken. Was brauchen eigentlich die Bienen? Das waren die Pflanzen oder die Pilze? Die Pflanzen. Die brauchen Nektar. Ja. Gut, ich meine, unsere Bienen, kann auch sein, dass die voll auf Pilz abfahren. Naja, okay. Das geht in der Drogenhonig. Geht denn das? Dann gehe ich mal jetzt nochmal Bienen einfangen. Oder schauen wir mal, wie weit die Kühe ist. Die Kühe ist bei 90%. Hier brauchen wir jetzt noch ein bisschen was. Boah, ja, ich finde das eigentlich ganz okay. Ja, es schaut ganz nett aus, aber das ist niedrig links und rechts. Also rechts vor allem. Das große. Wo bist denn du jetzt? Ja, gerade die Rampe hoch Grandberg sah. Ach so, ja, da muss ich Mauer bauen. Beziehungsweise habe ich überlegt, ob man da eventuell große Steine hinpflanzen können. Mal gucken. Aber ansonsten. Das ist ziemlich dicht. Also manchmal wünsche ich mir echt einen freien Positionierungsmodus ohne Snappoints. Ja. Konntest du runterkommen? Dankeschön. Ja, wenn man das jetzt noch so ein bisschen begrünt und hätte, Dodo ist wirklich hier jetzt drin, ne? Also, den hole ich mir schon noch, keine Sorge. Ja? Ach komm, lass den wilden Dodo doch, ich finde ihn toll. Oder? So. Ein Wachdodo für die ganzen Dinos hier. Den nennen wir dann Wachtodo. Sehen wir den. So, unsere Bienenstöcke sind Honig produzieren. Okay. Und ich habe irgendwie Bienen an mir. Na sowas. Das ist sicherlich der Bienengruß. Der soll so viel wie Danke heißen. Genau. Ich finde es das toll, dass man beim Runtergehen abkürzen kann. Sie springt auch immer gerade aus runter. So, die Kühe ist bei 96%. Grübel. Hey, dann wird es Zeit. Okay. Ja. Dann kommen wir mal, solange kann ich weiter grübeln. Genau. Da ist die Katze schneller als das Schweinchen? Ja, deutlich. Deutlich schneller. Trotz dass auch der Level, das Level... 97. Ja, wobei, das Schweinchen war ein sehr hohes Level. Ja. Obwohl, na komm, Kühe, und jetzt gib uns bitte unseren Wunschnachwuchs. Wir wollen einen roten Bauch und keinen rosa Rücken.
Und keine Neonfarben. Und ja, Neon. Oh, puh, das und wird schwierig. Das sind ja fast alles Neonfarben. Und weiblich, genau. Es ist so ein Wunschzettel. 99%. Sieht gut gefüttert aus, ja? Ja. So, ja, so ein bisschen wobbelig. Aber sie hat ja einen Bauchhaltersattel. 100. Und du hast Fleisch? Ja. Gut. Es kommt Drillinge. Das ist ja das. Könnte mal. Ja, das, ja, wir haben einen roten Bauch. Wir haben den roten Bauch. Ich hab ihn. Wir haben den roten Bauch. Und ach, du hast jetzt auch so eine Imprint. Verdammt, Danu, ich hätte Imprint Weibchen. Werden sollen. Oh. Es ist ein Weibchen. Es ist ein Weibchen, ja. Verdammt. Ist egal, wir wollen es ja weiter verpaaren. Ja, ja, stimmt. Ah, trotzdem schade. Wir haben aber nur die eine Mutation. Ja, nur die eine, aber immerhin. Die aber haben es ist weiblich. Es ist weiblich. Das, was wir, immerhin das, was wir, eine, was wir wollten, ist jetzt schon mal drin. Genau. Und die jetzt Werte, dann was hat er? Mit deinem. 85, das heißt Ursprungslevel 50, 60, nicht ganz 60, 57. Ja. Boah. Boah. Das Level ist nicht so gut. Was haben wir denn so für Werte sonst noch? Damage? Na, aber keine. Keine Mutation, keine weitere. Keine weitere Mutation, aber immerhin die ist gesichert. Das ist ja schon mal was. Jo, auf jeden Fall. Hm. Das heißt, wenn wir die jetzt mit Matze paaren, haben wir ja auf jeden Fall die Mutation sicher. Das ist halt die andere Überlegung. Aber dann kriegen wir meinen Grau nicht rein. Also ich würde jetzt dann auf jeden Fall mal mit deiner paaren und schauen, ob wir die Mutation auch reinkriegen. Hm. Richtig, genau. Also wie gesagt, wenn die Werte dann scheiße sind, müssen wir uns halt angewöhnen. Ja. Nein, das passiert nicht. Mhm. Wir werden 1000 Katzen haben am Ende. Oh ja? Ich kümmere mich schon mal um den Kratzbaum. Bitte die ganze Insel. Ja, ja, ich kümmere mich schon mal um den Kratzbaum. Wir machen also, wir müssen eigentlich nur hier so eine Felssäule ein bisschen verkleinern, dann hauen einen übergroßen Kratzbaum. Genau, und dann kleben wir die Katzen da dran. Die hängen ja dann da. Und klettern mit denen da hoch. Und lassen Knall, oder? Nö, ich finde das gerade super gut. Bleiben die hängen? Das weiß ich gar nicht. Wenn du dann absteigst, bleiben die kleben? Gute Frage. Moment. Oh Mann. Sonst verkleiden wir hier die Felsen mit Katzen. Der arme Mietematze. Mensch, ich nehme das an so eine senkrechte Wand und ich steig mal. Halt! So, und ich steig jetzt mal ab. Haha! Ja, ich würde sagen. Nee, huch, war die auf Follow? Nee, ja, die ist doch auf Follow. Nee, ist nicht auf Follow. Dann ist er, dann geht's nicht. Dann geht's nur kurz. Moment, ich probier's nochmal. Nee, kommt runter. Mehr oder weniger. Also auf jeden Fall nicht so richtig, ja. Was machst du mit Mieze, Matze? Ich weiß es nicht. Ruf ihn doch bitte. Ich habe ihn schon gerufen. Er hängt doch da gut. Nein. Wir haben doch jetzt Ersatz. Oh ja. Oh Mann. Wenn du deine Katzen da nicht im Griff hast. Da ist er doch, siehst du? Muss ihm nur ein bisschen Geduld Was geben. Was heißt, wenn ich meine Katzen nicht im Griff habe? Die ist nicht anständig erzogen. Die machen nur den Blödsinn, den der Reiter will. Übrigens ist er immer noch auf Follow. Ich hoffe, er frisst dich. Ja, und rennt mich über den Haufen. Auch schön, wie er hier gerade steht mit der Tatze da auf dem Paket. So. Ei. Ist wahrscheinlich eine Maus drin. Ist eine Maus drin, genau, es fiebt. Ich schau mal, was die Echo-Mod an. Aber ich glaube, so richtig riesige Steine hat die Echo-Mod nicht, ne? Mm, ja, doch. Doch. So unbekletterbare? Ja, die. Ich weiß gerade nicht, wie die heißen. Es sind so drei Steine, die. So übereinander liegen. Wenn ich Stone eingebe, finde ich nix. Ach, unter Rock ist das. Es ist unter Rock. Okay. Hätte ich schon danach gesucht bei Felsen, ja. Ja, ich hätte nach. Ich habe noch Stone gesucht, ehrlich gesagt, aber ist okay. Cave Rock.
River Rock. Du sagst drei übereinander? Ja, so ein bisschen zusammengeschustert. Haben wir die schon irgendwo gebaut? Ja, ich glaube an ein, zwei Stellen hätte ich die schon mal gelegt. Diese säulenartigen? Nee. Nee. Ah, ich hol mal ein bisschen Fels und dann schauen wir mal, bauen wir sie mal. Kriegen wir schon hin. Die anderen kriege ich da irgendwo auch noch rein. Dekoriert. Dekoriert. Dekoriert kriege ich die da rein. So. Wo haben wir den Stein? Wo haben wir das? So. Ding? Halt. Moment, Stein war auf der anderen Seite da. Jut. Ja, wenn das Schweinchen soweit ist, dann brüllst du wieder da, nu? Ist erst bei 70%. Ja, das wird vielleicht sogar diese Folge gar nichts, ne? Nein, nehme ich nicht an. Warum also, schon lang? Achso, nee, denn ein Dodo darf ich jetzt nicht angreifen, hast du gesagt. Ja, doch, kannst du machen, wenn du magst. Dann haust du ihn um, aber lässt ihn als Wachdodo da drin stehen, finde ich irgendwie cool. Der wacht dann darüber, dass die anderen nicht abhauen. Warum habe ich die ganze Zeit Hunger? Ich halte die ganze Zeit rumrennst. Genau. Bin ziemlich am Sprinten, das stimmt wohl. Large Power Rock. Schauen wir mal. Den. Medium Mossy. Medium, das sind die Mediums. Ja, das bringt mir alles nichts. Dann schauen wir mal. Das da. Einen großen hatte ich doch noch. Das Large Flat? Ne, den habe ich nicht gebraucht. Nochmal. Da. Da. Ja, ich würde sagen, du hast dann gleich einen Dodo rumrennen im Gehege. Juhu! Ja, er ist fertig. Dann brauche ich auch keine, Mauern mehr. Der Dodo passt. Oh, das ist ein Large Rock. Freue mich echt. Ein Wachto. Also ich habe einfach auf Cancel drückt. So, passt. Ich meinte die. Guck mal, die da, die ich jetzt gebaut habe. Größeres gibt's eigentlich nicht. Nee. Wobei der schon ganz ordentlich ist. Was haben wir denn noch? Ja, mit denen kriege ich das aber auch nicht unbedingt sicher. Ja. Das ist doch der, den ich da gebaut habe. Das ist exakt der. Echt? Ja. Landscape, Bunch, ja. Arch Rock. Nee, weil der kleine Fels in dem Knick drin saß. Pack up. Mal gucken, was ich damit anrichten kann. Ich fürchte nicht so viel. Also muss ich da Wände noch reinbauen. So versteckt, mehr oder weniger. Oder du stellst halt ein paar Pillar rein. Ja, stimmt. Dann könnte man ja das wie machen, wie bei Scorched Earth, dass man sie so aufeinander bauen, ne? Genau. Ich baue nicht schon wieder Höhlen mit dir. Das wäre noch eine Option. Er hat vergessen, wie viel Arbeit das war. Wie lange wir da geflucht haben. Ich habe das nicht vergessen, deshalb habe ich auch echt kaum Lust dazu, aber es ist eine Option. Ein paar Säulen gehen. Herr Sada, aber da! Lass mich durch! Ach, scheiße. Es ist jetzt schon ausbruchssicher. Siehst du, kaum ist der Wachdodo da, kommt dann nichts und niemand mehr raus. Wer sagt das? Ja, ich? Ich kam ja nicht raus. Also, naja, nur wenn du. Was heißt das jetzt bitte? Dass das kein Maßstab ist. Boah. So. Du bist kein Ausbruchsspezialist, Koja. Hast du ihn jetzt Wachdo genannt, oder wie? Nein, er heißt jetzt Nachtwächter. Nachtwächter. Und er ist schon fleißig am Patrouillieren.
Oh, da müssen wir mal das Tor zumachen. Ist er jetzt männlich oder weiblich? Männchen. Wer ist eine Nachtwächterin gewesen? Ja, dann braucht er eigentlich eine Nachtwächterin. So, vielleicht kommt hier noch eine zu Besuch oder so. Millionen an Dodos. Ja, muss aber sein, Koja. Stell dir mal vor, der stirbt an Einsamkeit. Könntest du das verantworten? Ja. Herzlose, Koja. Hatten wir auf die Pillars obendrauf nochmal Foundations gemacht und dann da drauf die... Ich glaube, ihr habt da Foundations draufgepackt. Ja, Moment, warte mal, es ging gerade hoch. Es ging gerade drauf. Es ging gerade drauf. Ich hab's gesehen. Ganz kurz. Da. Und jetzt wieder nicht. Ja, da. Warum? Du hast recht, Dano. Was? Was das voll Spaß macht, oder? Raubt mir den letzten Nerv, ja. Soll ich da helfen? Warum habe ich das eigentlich jetzt gesagt? Nicht unbedingt. Gut. Noch nicht unbedingt. Aber es würde mir sehr helfen, wenn mir jemand von diesen Large Rocks da, wenn Xada noch wäre, die du da gebaut hattest. Kann ich dir noch ein paar machen? Das wäre cool. Soll ich hier mittig einen Druck hinstellen oder stellen wir zwei seitlich hin? Ich denke, einfacher wäre einer, weil sonst vergessen wir es nur. Ich denke auch mittig und da drin, in der Mitte würde ich dann auch sagen, baue ich so ein dicken, fetten Baum. Ja, oder so ein Futterhäuschen, genau. Ach, das Scorched Earth Häuschen, das wäre eigentlich cool hier, ne? Dieses Echo Scorched Earth Dekor. Das ist groß. Das Häuschen würde doch gut aussehen. Ja, auch schon, aber das nimmt da viel zu viel Platz da drinnen weg. Ach ja. Platz haben wir. Okay, dieser Stein, den kannst du ja voll... Ich erinnere nur an Portal Knights, cool, ja. Da haben wir da hinten noch ein bisschen was reingebastelt. Also unterschätzt das nicht, die Fläche hier, Danu. Das Häuschen da drin, das würde... Ah ja, da ist schon der... Genau, dann hole ich mir jetzt noch ein paar Bäumchen, ein paar Büsche, werden wir noch hinmachen. Und dann können wir so, ich glaube, die Unterstände oder sowas machen wir lieber an den Rand. Ja, sonst stehen die immer nur im Weg rum. Ja, das passt mir noch nicht so ganz, dieser Felsen. Bin wieder unzufrieden, weißt du? Wie viele Steine bräuchtest du noch etwa, Koja? Wenn du mal drei machst, dann denke ich, komme ich rum. Okay. Oder lass mal gucken, brauche ich auf der anderen Seite noch? Nö, es müsste reichen, drei Stück, ja. Dann machen wir das dahin. Auch nochmal aufheben. Schwierig. Sehr schwierig. Denke ich, ihr bleibt drin. Also. Schon schwierig gesagt? Nein. Hattest du schon mal irgendwie so ein bisschen zumindest erwähnt? Ich schmeiße dir hier hinten hin. Hojo. Hab das Gefühl, jetzt habe ich den erst recht eine Rampe gebaut, um hier rauszukommen. Passt 4 Minuten zum Aufheben. Ach da. Setz ihn doch nicht so unter Zeitdruck. So, dann bräuchte man jetzt noch kleinere Steine darunter, dann ginge das eventuell.
Da müsste ich nochmal gucken, was es dann da gibt. Die Nummer 8. Da. So, zack. Und ich muss mir meine Rampe wieder hinbauen. Ist da ja hoch. So. Geht doch. Geht doch fantastisch. Moment, jetzt brauchen wir noch bei 9 dieses Ding. Wie weit kann man den da reinsetzen? Das geht auch ein Stück rein. Das sieht doch dann gar nicht so verkehrt aus. Komm, so. 91% wird noch dauern. Okay. Dann machen wir hier. So. Und noch eine Säule. So. Da oben noch einen drauf. Muss jetzt gehen. Ja. Ja. Hier ist er. Lass mich da drauf. Dankeschön. Oh, für ein bisschen Grün ist auch schon gesagt. Da links vom Tor müsste jetzt aber noch schauen. Da. Bäh. Was denn? No, so sieht's doch ganz gut aus, oder? Wobei, das sollte nichts durchkommen, da ist hoch genug. Gut, man müsste vielleicht den Stein hier noch wegklappen. Wo seid ihr gerade? Links vom Tor? Ah, da hinten auf den Felsen hast du die Bäume draufgesetzt. Das sieht gut aus, ja. So, achso, hier da mehr reinkommen. Hier müsste man noch ein bisschen aufpassen hier. Da kommt nichts durch, das ist von außen ziemlich steil. Von außen? Aber von innen? Na gut, von innen müsste man da vielleicht was hinkleben. Beziehungsweise ich klopfe mal den Stein hier auch noch weg. Ich glaube, da hängt der dran. Was? Ja. Oder? Sieht nicht so aus. Nee, das ist der da. Ja, stimmt, das ist ja, der. So. Ja. Dann machen wir den aber auch noch weg. Ja. So. Ich wäre noch für einen großen Baum in der Mitte beim Trog, oder? So einen großen Schatten spenden, Umbrella Tree oder irgend sowas. Ja, ich weiß nicht. Das ist so grenzwertig, diese Höhe. Ich denke schon, dass das reicht. Na, mal sehen. Machen wir den hier noch weg, ja? Bitte? Ja. Yep. Genau, so ist so. Haben wir jetzt noch ein bisschen weniger Rampe. Ja, doch, müsste eigentlich gehen. Ansonsten bauen wir da noch was hin. So, und hier vor dem Tor räumen wir auch noch ein bisschen auf. Vielleicht bin ich überladen. Hast du schon eine Idee für das Froschgehege, Danu? Nein. Dann wird's Zeit. 97,5. Wie viele Minuten haben wir denn? Bisschen.